Well, since my baby left, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lonely Street at Heartbreak Hotel. I've been a so lonely, baby. Well, I was so lonely. I've been a so lonely, I could die. Well, the bells just keep flowing, and the desk clerk's dressed in black. Well, I've been so long on Lonely Street, they never look back. You make me so lonely, baby. You make me so lonely. You make me so lonely, I could lie. Yeah! Sehr gerne. Für Elli. Bitte sehr. Dankeschön. Vielen Dank. Ein Foto, kein Problem. Ja. Freut sich darüber. Das ist aber nett. Ja, sehr gerne. Danke, danke. So, meine Damen, jetzt ist aber Schluss. Ein noch. Gut, wie heißen Sie? Bitte sehr. So, meine Damen, ist Schluss. Aber muss Schluss sein. Vielen Dank. Kommen wir wieder. Thank you. Thank you very much. Thank you. Spät noch so viel essen kannst. Liebes, ich werde Mark heiraten. Was? Tja. Und Mark und seine beiden Söhne werden bei uns einziehen. Nein. Liebling, es wird sich für dich überhaupt nichts ändern. Du behältst dein Zimmer. Die Wohnung ist doch groß genug. Du wirst sehen, es wird lustig. Auf einmal sind wir eine große Familie. Super lustig. Ich will keine große Familie haben. Marks Söhne sind total zurückgeblieben. Wird vielleicht ein bisschen simpel gestrickt. Die reinsten Amöbenhörner. Nein, hör zu. Ich habe dich großgezogen. Ich habe das alles alleine gestemmt. Jetzt bin ich Mana. Mama, ja? Wir haben bisher sehr gut gelebt. Zu zweit. Wir brauchen niemanden. Ja, du vielleicht. Aber ich brauche jemanden. Ich will einen Mann. Wenn du älter bist, wirst du das verstehen. Du bist jetzt einfach noch zu jung dafür. Wie peinlich ist das denn jetzt? Nicht mal los, ein richtiges Bett. Gemeinsam aufwachen. Ich find's ganz gut, so wie es ist. Dancing by the streetlights with the hanging hair. Hey, hey! Hey, Mann! Side by side, but lonely. Side by side, but sad. Group of doing snow dolls with the hanging hair. Side by side, but strangers. Side by side, but sad. What does it mean? What if you Oh,
side by side but lonely, side by side but sad. Jetzt mach endlich die Tür auf, ist doch wirklich lächerlich. Können wir im Moment hier aufschlagen? Dann schick sie wieder weg. Hör zu, ich will, dass du dich benimmst und mir nicht alles verdirbst. Was ist mit meinem Vater? Was? Du willst einen Mann? Wenn du unbedingt einen brauchst, nachdem du mir jahrelang beigebracht hast, wenn er absolut überflüssig sind, warum nimmst du dann nicht meinen Vater? Dein Vater? Ich weiß doch überhaupt nicht, wo der ist. Find's raus. Was redest du? Ich hab Marc. Also dein Vater und ich, ja, wir passen überhaupt nicht zusammen. Das ist ein totaler Chaot. Das ist ein verträumter Tramp. Der ist überhaupt nicht zu gebrauchen. Du hast ihn 12 Jahre nicht gesehen. Menschen ändern sich. Ja, Gott, bestimmt nicht. Du bist so gemein. Nein. Hör zu. Dein Vater hat dich gezeugt. Schön. Wir haben ihn nicht gebraucht. Trotzdem hat mein One-Night-Center-Zeuger garantiert mehr drauf als Marco seine 2 Vollpfosten. Papa muss nichts davon wissen. Danke. Chris ist wieder zurück. Ich muss nur heute die Miete zahlen. Du kannst hier wieder einziehen. Mama, ich bin 38. Du nimmst das alles viel zu sehr auf die leichte Schulter. Dein Vater macht sich Sorgen. Muss er nicht, danke. Du musst dir einen anständigen Beruf suchen. Und eine feste Beziehung. Wenn es passiert, dann passiert. Wenn nicht, dann eben nicht. Ich werde mich nicht abrackern, um es abrackern zu willen. Jakob, in deinem Alter übernimmt man Verantwortung. Wenn es was gibt, für das sich wirklich lohnt, dann werde ich mich auch einsetzen. Können wir das hier kurz abstellen? Nein. Nein, nein, nein! Du findest dich jetzt bitte damit ab. Willst du meinen Vater? Mei. Wenn ich hier mit diesem Zombie leben will, bitte. Aber dann zieh ich zu meinem Vater. Ich weiß überhaupt nicht, ob der noch lebt. Weißt du noch seinen Namen? Ja, den weiß ich. Dann kriegst du auch raus, wer ist. Vielleicht lebt er ja im Ausland. Es gibt Flugzeuge. Ich lass dich doch nicht alleine nach weiß Gott wohin fahren. Doch überhaupt nicht in Frage. Er wird mich vom Flughafen abholen. Ich bin kein Baby mehr. Wahrscheinlich hat er 5 Kinder und lebt von Sozialhilfe. Alles ist besser als das hier. Außerdem empfindest du das alles. Sicher hat er eine fette Villa mit Pool und Angestellten. Was ist das für ein Job? Taucht seit ein paar Tagen immer wieder auf. Will wohl keiner machen. Wegen dem Job. Weißt du Bescheid? Ja. Führerschein hast du? 90. Erfahrung mit Tieren? Welcher Art? Welcher ist es denn? Der da. Aha. Ja, aha. Nach der Fuhre kann ich die Karre in der Pfeife rauchen. Kein Anhänger? All inclusive. Was jetzt? Willst du den Job oder willst du den Job? Vor allem will ich einen Vorschuss. Julia. Du hast nicht die geringste Ahnung, wer dran ist, oder? Julia! Ja, ich habe auch nichts anderes erwartet. Ist ja auch schon über 12 Jahre her. Die Opernsängerin aus gutem Haus. Julia, ich habe das doch nicht vergessen. Ja, egal, ich mach's kurz. Du hast eine Tochter? Sie ist 12. Sie heißt Mai und sie will unbedingt zu dir. Ich hab was? Lebst du noch in Hamburg? Ja, aber was soll das heißen, eine Tochter? So nennt man Kinder weiblichen Geschlechts?
Du hast sie vor 12 Jahren und 11 Monaten gezeugt. Was? Aber wieso weiß ich nichts davon? Weil ich es dir nicht gesagt habe. Gut, also ich buche jetzt den Flug. Sie kommt aus München. Morgen um 11.45 Uhr landet sie. Ich gebe ihr deine Handynummer, ja? Moment, ich kann... Ich bin mir sicher, dass sie nach spätestens einer Woche wieder zurück will. Aber den Rückflug, den kannst du ihr dann buchen, ja? Schaffst du das? Ich habe keinen Job. Das ist eine Schnapsidee. Aber sie will ihren Sturkopf unbedingt durchsetzen. Soll sie ihre Erfahrung machen. Du hörst mir nicht zu. Ich kann nicht. Ich kann gar... Das gibt's doch nicht. Fahr doch weiter, du Idiot! Ich hab eine Tochter. Verstehst du? Ich hab eine Tochter! Und ich hab zwei! Dahin fahren zu lassen, ist wirklich das Dümmste, was ich jemals gemacht habe. Du hast doch überhaupt keine Ahnung, was dich da erwartet. Kennst den überhaupt nicht. Was glaubst du, was er ist? Ein Massenmörder? Vor 12 Jahren hast du dich auch nicht vor ihm gefürchtet. Wollte halt einmal nicht die Brave sein. Aber ich soll's sein. Du bist 12. Da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Wir telefonieren, ja? Und wenn irgendwas auch nur ein bisschen aus dem Ruder läuft, dann rufst du mich an und ich komme dich sofort holen. Außerdem habe ich dir die Nummer von Britta gesimst und gemeldet. Die ist vorgewarnt und in 10 Minuten bei dir, wenn irgendwas ist. Und du lässt dein Handy an, damit ich weiß, wo du bist. Du mit deiner NSA-App. Das ist doch total übergriffig. Beste Erfindung, seitdem es Kinder gibt. Und du rufst mich nur an, wenn diese Aliens aus unserer Wohnung ausgezogen sind. Was ist los mit dir? Fährst du in Urlaub? Zelt habe ich. Habt ihr noch einen Schlafsack? Da ist noch einer. Ich brauche aber zwei. Hast du jemanden kennengelernt? Ich habe einen Job und ich habe... Ich brauche einen zweiten Schlafsack. Was ist das denn für ein Job? Zwei Schlafsäcke. Das ist ein Transportunternehmen. Hier. In jedem vernünftigen LKW gibt es eine Schlafkabine. Da brauchst du doch kein Zelt. Sieht mehr nach einer Spritztour aus, mit einer seiner flüchtigen Bekannten. Hauptsache, du weißt es, Papa, wie immer. Könntet ihr euch vielleicht einmal nicht in die Wolle kriegen? Bist du Mai? Und Sie sind? Ich wurde gestern von Julia, von deiner Mutter angerufen. Sie hat mich darüber informiert, dass... Ich heiße Jakob. Ich bin... Also ich habe gar nichts von dir gewusst. Ich meine...
eine ziemliche Überraschung für mich. Ich habe noch nie eine Tochter gehabt. Also ich meine, ich habe überhaupt keine Kinder. Können wir jetzt los? Natürlich, klar. Du spielst Cello. Schön. Soll ich? Damit? Ja, ja, steig ein. Ich verstaue schon mal die Sache. Meine Reise bin ich nicht eingestellt. Ich war nicht auf eine Tochter eingestellt. Aber deine Mutter hat mich ja nicht zu Wort kommen lassen. So, egal, jetzt bist du da. Ist doch klasse. Wir schaukeln das schon. Vorsicht, das ist ein echtes Ferretti. Wieso kommt das alles aufs Dach? Der Kofferraum ist doch total leer. Ja, noch. Komm, steig ein. Wohin fahren wir? Lass dich überraschen. Ich mag keine Überraschungen. Okay. Merke ich mir. Warum sagen Sie mir nicht, wohin wir fahren? Lukøya. Wie bitte? Wir fahren über Dänemark und Schweden nach Norwegen. Dort setzen wir über auf eine kleine Insel, Lukøya. Ich will nicht mit ihm trampen. Trampen noch gar nicht. Ohne auf mich zu sitzen, das ist doch albern. So einem Auto zu fahren ist albern. Das bricht doch gleich auseinander. Besser nicht. Wir holen noch jemanden ab. Wir haben das schon mit dem Flugzeug und mit dem Schiff probiert, aber das überleben die Dinger nicht. Aha. So, da ist das Prachtstück. Eine echte Granate, pure Kraft. Hochsensibel und starker Charakter. Ja. Du? Das ist ein Schaf. Das ist nicht wie mit dem Hund. Okay. Ja, dann wohnen wir mal. Oh, jetzt! Ja, bitte! Ja, mach ich doch! Oh, mein Digga! Vorwärts! Jetzt aber! Flieg, mach ich doch! Kann ich in die Hörner? Ja, so hoch. Ja. Und ich. Eins, zwei. Hupf! Hupf! Ja! Jetzt! Gut. Der Bursche muss da fit ankommen. Der hat auch einiges zu tun. Ne? Da darf nichts schief gehen. Wir haben deinem Boss dafür eine Menge Geld bezahlt. Ne? So, dann holen wir jetzt mal die Papiere, ne? Okay, gut. So, hier musst du unterschreiben. Oha. Mai, Moment. Hier. Komm schon wieder zurück. Mit den Gören ist das so, egal ob jung oder alt, laufen niemals hinterher. Was kostet ein Vieh? Du musst ja 2 Jahre für arbeiten. Jo, billig sind die nicht. Und bei Schaden komme ich für die Hälfte auf? Ich muss mich ja auch irgendwie absichern. Und wer es jetzt übernimmt, ist mir egal. Das musst du mit deinem Chef abklären. Die Zollpapiere, ganz wichtig. Hier. Alles klar. So, tschüss. Pass mir gut auf mein Prachtschiff, ja? Was denn jetzt? Nein, danke. Ja, komm, schwing dich, ich hab nicht ewig Zeit. Alles okay. Meine Tochter wollte sich nur ein bisschen die Beine vertreten. Wir machen das immer so. Ein bisschen fahren, ein bisschen gehen. Ja, wollt ihr mich verarschen, oder was? Nein. Sie spielt Trampen. Findet sie cool.
Kinder halt. Ihr habt doch eine Meise. Hör zu, ich habe echt keine Ahnung von Töchtern. Ich dachte, du wolltest unbedingt zu mir. Aber wenn dir das hier alles so gegen den Strich geht, dann ruf deine Mutter an und sag, dass du den nächsten Flieger wieder nach Hause nimmst. Das geht nicht. Wie, das geht nicht? Erzähl mir was von dir. Wozu soll das gut sein? Ich weiß gar nichts von dir. Brauche Saft. Wo kann ich anstecken? Bitte? Wo ist in diesem Ding die Ladestation? Nirgends. Aber mein Akku ist gleich leer. Na dann, schau aus dem Fenster. Scheiße, jetzt sei so gut. Sag mal still! Keine Musik. Was? Musik, CDs. Schau mal in den Rucksack. Wer ist das? Hör auf! Das... Elvis! Wer? Egal. Schieb's einfach rein. Scheint ihm zu gefallen. Oder er hat sich zu Tode erschrocken. Gott, sind das schrecklich. Do you gaze at your doorstep and picture me there? Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight? So, come give us Essen. Was haben Sie für einen Beruf? Du sollst mich nicht sitzen, okay? Okay. Mit Beruf meinst du sowas Geregeltes? Wo man sein Leben lang Tag ein, Tag aus das Gleiche macht? Ich bin Freiberufler. Mit der Betonung auf frei. Ja, hatte Mama doch recht. Womit? Sie sind zu nichts zu gebrauchen. Denk viel an deine Mutter. Ich bin für alles Mögliche zu gebrauchen. Darum jobbe ich ja. Und du sagst du, okay? Okay, okay. Geschickt? Wie geht's dir? Sind sie weg? Nein. Jetzt sei doch... So.
Steck. So. Guten. Hast du jetzt Ferien? In welche Klasse gehst du? Sechste. Gehst du gern zur Schule? Fallen dir keine anderen Fragen ein? Lebt ihr in München? Seit einem Jahr. Und davor? Davor Genf, davor London, davor Wien, davor Brüssel. Davor weiß ich nicht mehr. Wir leben da, wo meine Mutter gerade singt. Deine Mutter hat richtig fett Karriere gemacht. Wie ist das so für dich? Okay, nur in Genf war die Wohnung viel zu klein. Warum isst du nichts? Ich esse kein Fleisch. Wusste ich nicht. Isst du nur den Salat und die Kartoffeln hier. Hm? Bist du alleine? Ich meine, hast du Geschwister? Du bist doch bestimmt im Mai geboren, oder? Ich auch. Am 18. Das ist mir egal. Warum bist du hier? Was willst du eigentlich von mir? Nichts, gar nichts. Du bist nur mein Vater. Erstmal in die frische Luft. So. Hey, Schaf! Hey! Hey! Bleib stehen! Hey! Hey! Scheiße! Bleib stehen! Üben. Aha.
Scheiße! 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 Scheiß Blasenwald vergessen! Scheiße! Du sagst ziemlich oft Scheiße. Ist dir das schon aufgefallen? Also, um meine Ausdrucksweise zu meckern, kannst du mir lieber helfen. Auf welcher Seite willst du schlafen? Wir schlafen zusammen. In diesem kleinen Zelt. Ja, klar. Was denn sonst? Aber du kannst dir die Seite aussuchen, okay? Niemals. Was? Du bist ein Mann. Ich bin dein Vater. Aber ich kenne dich nicht. Dann lernst du mich jetzt eben kennen. Manno! Sind Töchter immer so kompliziert? Nur, wenn man sie nicht versteht. Weiß ich nicht. Guten Abend. Moin. Ein Bier und ein Korn, bitte. Mhm. Nicht ihr bester Tag heute, hä? Weiß nicht. Eigentlich doch. Aber man hat gar keine Vorstellung, wie schrecklich beste Tage sein können. Ja, bitte. Ich glaube, ich nehme noch so einen Korn. Nicht erschrecken, ich bin's. Gute Nacht, Schaf. Falls du später noch Hunger oder Durst hast. Seinen Namen hat. Denk dir was aus, okay? Gute Nacht. Guten Morgen. Was machst du da? Yoga. Toll. Und wozu? Stärk den Geist und die Chakren. Ja. Ich geh Zähne putzen. Oh.
Das Viech ist pervers. Steht tatsächlich auf diese Musik. Das weiß halt, was gut ist. Wie lange müssen wir das aushalten? Wie bitte? Wie lange fahren wir zu dieser Insel? Ungefähr 5 Tage. Aber jetzt fahren wir erstmal mit der Fähre nach Dänemark. Wie lange willst du eigentlich bei mir bleiben? Wahrscheinlich willst du nach der Reise gar nicht mehr weg von mir. Hast du Freunde? Wie Freunde? Naja, mit wem verbringst du so deine Freizeit? Mit wem hängst du rum? Feierst Partys? Ich spiele Cello. Ich bin in einem Orchester. Wir proben. Hast du Freunde? Na klar, eine Menge. Früher war immer eine Menge los. Kumpels, klasse Mädchen. Früher. Und jetzt? Naja, die meisten haben Familie und haben ihre Jobs. Nimm mir mal die Papiere aus der Tasche, bitte. Was für Papiere? Grenzkontrolle. Dänemark gehört zu Europa, da gibt es keine Grenzen mehr. Für Tiere doch. Alles wird schon glatt gehen. Ich schaue noch einmal rauf und dann winken wir uns durch. Kannst du mal bitte geben? Ist echt glatt gegangen. Weißt du, was Nordlichter sind? Leuchterscheinungen in der Erdatmosphäre. Durch elektrische Entladung werden Gase zum Leuchten gebracht. Ich dachte schon, das wäre was, worauf du dich freuen könntest. Hast du deine Mutter angerufen? Ich habe ihr eine SMS geschickt. Du hast eine ganze Menge von deiner Mutter, weißt du das? Wir waren schon 2 verrückte Monate, damals vor 12 Jahren. Wie 2 Monate? Das war wirklich was ganz Besonderes. Aber es ging nicht mehr. Wir sind ständig aneinander geraten. So wie mit dir gerade. Ihr wart 2 Monate zusammen? 2 Monate und 2 Tage, um genau zu sein. Aber das hat sie dir ja sicher erzählt. Ja, klar. Gesagt, du seist unwichtig. Und das hast du geglaubt? Es war so. Mein Vater war nicht wichtig. Und warum wolltest du plötzlich zu mir? Hast du dich mit ihr gestritten? Du brauchst keine Angst haben. Das sind nur elektrische Ladungen. Die können uns gar nichts. In einem Auto hier, auch wenn es eine Schrottkiste ist, sind wir am sichersten Ort der Welt. Verdeischer Käfig, du weißt doch bestimmt, was das ist. Schau doch mal, wie schön das aussieht.
Diese Blitze, Wahnsinn. Kannst du mal anhalten? Hey. Ich bin noch bei dir. Halt an. Alles okay. Alles gut. Ist der Job wichtig für dich? Ja, klar. Was ist, wenn das Schaf stirbt? Warum sollte ein Schaf im Regen sterben? Du hast bekommen eine Lungenentzündung. Was machst du dann? Schafe stehen andauernd im Freien. Nehmen wir an, dass alles gut geht, okay? Einverstanden? Wie wär's denn mit einem schönen Lammbraten? Hm? Das ist doch dieser Elvis, oder? Aber der sieht ganz anders aus. Das ist ein Imitator. Elvis war so berühmt, dass er überall auf der Welt imitiert wird. Wie peinlich. He will be here on Saturday, but it's nothing for you, it's just for all people. Do you want something to drink? Willst du was trinken? Ich verstehe, was Sie sagen. Deutsch? Ich spreche ein bisschen. Ah. Some bitter on the rocks with orange juice would be nice. Sorry, we don't have. Ein einfacher Orangensaft tut's auch. Mhm. Für mich ein Pilz. A beer, please. A beer. Thank you. War gut? Ja, sehr lecker. Okay. Seid ihr das erste Mal in Dänemark? Ja, ist sehr schön hier. Mhm. Und hast du schon Tivoli Gardens in Kopenhagen gesehen? Das ist echt toll. Tivoli Gardens, Disneyland, Universal Orland Resort, Port Aventura, Dom, I've seen them all. Oh, a woman of the world. Ja, ziemlich verzogen. And what's your name? Bitte. Mai! What a beautiful name. Mai, es reicht. Oh, it's okay. Du benimmst dich wie ein Kleinkind. Sorry. It's okay. Ist aber wirklich sehr schön hier. Sind Sie noch da? Ja. Wie geht's dir denn? Ich bin so froh, dass du mich anrufst. Es ist... different colors, oh,
Dressing a red, jealousy green, and then the blue. And every time that I'm in your arms, it feels like looking through a kaleidoscope. And every time I long for twilight, daylight. Mai, mach auf! Es regnet in Strömen. Mai, bitte lass mich rein. Bitte. Mein Vater und ich, wir können bis heute nicht. Ich habe nicht verstanden, warum er keine Freude mit mir hat. Warum er immer an mir rumnörgelt. Warum er mir nicht zutraut. Mir glauben. Ich möchte es echt besser machen. Stinkt das viel? Das ist ja nicht zum Aushalten. Widerlich. Es ist nass, es muss trocknen. Soll ich das trocken füllen oder was? Der Gestank ist widerlich. Wenn wir in Schweden sind, dann halt dran. Mann, du bist echt ein Minusmensch. Ach, scharf. Hallo? Wer ist da? Oh, okay. Ich geb sie dir. Ich geb sie dir. Deine Mutter. Sie will nicht mit dir sprechen. Ja, und uns geht's gut. Uns geht's gut. Sie will aber nicht mit dir sprechen. Uns geht's gut. Nur, die Verbindung ist schlecht. Die Verbindung. Uns geht's gut. 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 Warum willst du nicht mit ihr sprechen?
Die macht sich Sorgen. Die macht sich keine Sorgen, die denkt immer nur an sich. Schon dauern, aber dann stinkt der Bock nicht mehr. Bis dahin machen wir uns einen richtig schönen Urlaubstag. Lass uns schwimmen gehen. Das Wasser sieht herrlich aus. Und dann koche ich uns was, bevor wir weiterfahren. Ich habe kein Schwimmzeug dabei. War das halt nackt? Sieht doch keiner. Spinnst du? Gut, dann zieh ich halt meine Badehose auch wieder aus. Nein! Na komm, Schwimmen spielen kannst du nachher. Wenn ich koche. So, dann lass halt die Klamotten an. Komm. Ja, das wird toll. Schau dir das an. Klares Wasser. Lass mich los! Ah! Komm rein! Das ist herrlich! Lass das! Aber jetzt weiß ich, du kannst gerne schwimmen. Lass es! Du kannst nicht schwimmen! Da kann ich schwimmen! Halt dich! Halt dich! Auf! Was denn? Ich hab einen Splitter im Fuß. Zeig mal. Vorsicht. Jetzt zeig doch mal. Das tut weh. Ja, das wirst du. Warte kurz. Was machst du? Ich schneide ihn dir raus. Auf gar keinen Fall. Ein Scherz. Hier. Zeig mal her den Fuß. Das wird weh tun. Vielleicht ein bisschen. Jetzt halt doch mal still, ich bin noch nicht mal rangekommen. Au. Stell dir nicht so an, das ist echt lächerlich. Du hast überhaupt kein Gefühl für Kinder. Aber für Splitter. So. Also was? Mach doch, was du willst. Mann! Du gibst dir überhaupt keine Mühe! Was machst du denn für Sachen? Ich hatte einen Krampf.
musst zurück zu deiner Mutter. Ich kann das nicht. Das haut nicht hin mit uns beiden. Ich hab's einfach nicht drauf. Ich bin kein Vater. Und mir ist doch nichts passiert, du hast mich doch gerettet. Ich bin nicht nach Göteborg, dann fliegst du zurück zu deiner Mutter. Da gehörst du hin. Sie wollen heiraten. Und jetzt ist er eingezogen mit seinen beiden Söhnen. Du wirst das schon schaffen. Es sind drei Fremde und ich will sie nicht um mich haben. Davor habe ich mit Mama immer alleine gelebt. Du wolltest nicht zu mir. Du wolltest auch deinen Vater nicht. Den hast du doch gar nicht vermisst. Du wolltest nur weg von deiner Mutter, weil die was gemacht hat, was dir nicht passt. Es tut mir leid. Ich verstehe das ja alles. Aber ich will jetzt nicht mehr. Ich kenne dich nicht und du mich nicht. Und dabei wird's auch bleiben. Ich will nicht zurück. Was ist jetzt? Das ist mein Affe. Den hat Mama mir zu meiner Geburt geschenkt. Ich hab ihn immer bei mir. Er ist Jakob. Ich hab mir die Angst um dich, verstehst du? Bei dir bleiben. Bitte. Nur wenn du aufhörst, mir an allem die Schuld zu geben. Ich weiß, ich hätte für dich da sein sollen, aber ich habe echt nichts von dir gewusst. Ich dachte, Mama ist glücklich mit mir. Aber sie war es nicht. Sie braucht diesen Idioten Mark und zwei andere Kinder. Du kannst nichts dafür, wenn Mama nicht klarkommt. Verstanden? Das muss sie selber regeln. Das hat absolut nichts mit dir zu tun. Operation gelungen. So. Damit du auch ein bisschen was von der Welt siehst. Bist du enttäuscht? Von was? Ja, von mir. Von deinem Vater. Ich habe mir meinen Vater ganz anders vorgestellt. Und du? Ich habe ja nichts von dir gewusst. Da habe ich mir auch nichts vorgestellt. Hast du dir denn nie Kinder gewünscht? Nee. Nee. Ehrlich? Ehrlich. Hast du eine Freundin oder Frau? Nee. Nicht so mein Ding. Sind mir zu viele Kompromisse und bin ich auch zu ungeduldig für. Mit mir bist du aber geduldig. Ja. Kann ich selbst kaum glauben. So eine Art Vaterwunder. Thank you.
300 Schuhe. Wait, how much? 320. Hm. Wach auf. Schau mal, wie schön. Ist wirklich wunderbar. Wow. Das heißt, wir sind aus Sternenstaub gemacht. Aber vielleicht sind wir auch aus Sternenlicht. Morgen. Was ist denn los? Guten Morgen. Ich weiß nicht, aber die Augen sehen so komisch aus und er will auch kein Gras. Vielleicht hat er was Falsches gegessen oder so. Ja, der Junge, mach keinen Scheiß. Bitte, bitte. Tu uns das nicht an. Bitte, komm, halt durch, halt durch. Vielleicht hat er Durst. Was fehlt mir jetzt noch? Trink. Du musst was trinken. Mann, wenn jetzt wirklich krank ist, was soll ich denn hier einen Tierarzt wegkriegen? Verdammt. Komm, trink wenigstens, trink. Hast du noch eine Cola übrig? Cola ist gut gegen alles. Ist aber eine Cola Light. Mach nochmal. Ja, komm hier noch. Trink.
hat geklappt. Sehr gut, ciao. Noch den Rest. Komm. Aber wir brauchen mehr davon. Ich besorge den Nachschub, Chef. Geh mal kurz auf Toilette. Schade, dass wir drin. Hä? Na komm. Los. Ich will Erste sein. Hilfe! Mai! Mach auf! Bitte mach auf! Ich blute. Das ist ganz normal. Keine Sorge. Das hat jedes Mädchen. Deine Mutter hat es nicht gesagt? Doch, natürlich. Aber das ist echtes Blut und so viel. Warte kurz. Ja, setz dich. Ja, warte. Scheiße. Ich komme jetzt rein, ja? Ja. Hier, nimm mal die Tücher. Das ist eklig. Das ist nicht eklig. Das ist weder eklig noch peinlich. Das ist ganz normal. Okay, bin gleich wieder da. Soll ich nehmen? Ich würde so eine dicke nehmen. Schön weich. Die sieht aus wie eine Windel. Sieht doch keiner. Was ist das da? Mini-Tampons. Falls du mal wieder schwimmen willst. Ich probiere lieber die hier. Kannst du auch Radfahren und tanzen. Deine Mutter. Hallo? Ich habe hier keinen Empfang. Hallo? Hallo? Ich weiß nicht, ob du mich hörst. Ich habe keinen Empfang hier. Auf dich. Jetzt kannst du alle 4 Wochen rumziehen. Tee trinken. Sport schwänzen. Was mache. Ich glaub's ja nicht, der Typ hat dich angebaggert. Was? Quatsch. Hab ich doch gesehen. Kaum bist du eine Frau geworden, geht das schon los. Schon wieder deine Mutter. Hallo? Mist, jetzt Batterie alle. Warum ruft die dich denn nicht an? Was will die denn?
Wieso hat das nicht geklappt, damals mit euch? Gute Frage. Wir waren zu verschieden. Muss man denn gleich sein, um sich zu lieben? Gleich nicht. Aber mutig. Und sich dann nicht der Teufel verbrennt. Die ist auch schon fertig. Alles okay? Wirkt aber nicht so. Hast du vielleicht Bauchschmerzen? Nein. Wieso? Naja, manche Frauen bekommen dann Bauchschmerzen. Ich glaube, ich habe Bauchschmerzen. Das geht vorbei. Was machst du, wenn du Scheiße gebaut hast? Dazu stehen? Toll. Siehst du vielleicht irgendwo eine Tankstelle? Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me dear, are you lonesome tonight? Scheiße! Pass auf, rutsch rüber. Du lenkst, ich schiebe. Was? Du musst nur den Wagen gerade auf der Straße halten. Gut, jetzt löst die Handbremse. Was meinst du? Der Hebel rechts neben dir. Drück den Knopf und lass den Hebel runter. Es klappt nicht! Dann drück den Knopf, heb leicht hoch und dann runter. Ja, gut! Gut! Lass die Hände am Lenkrad! Gut so? Super! Mach das super! Ist es richtig so? Bremsen! Was? Bremsen! Wie denn? Zieh den Hebel wieder hoch! Der Hebel! Zieh den Hebel wieder hoch! Tritt aufs Pedal! Aufs Pedal! Ich kann das nicht! War doch super! Ja, klar! Vorsicht! Mei! Oh mein Gott! Was denkst du denn dabei, seinen Wahnsinn zu veranstalten? Hallo, Julia. Was hat er mit dir gemacht? Ich habe deine SMS gelesen und ich bin sofort losgeflogen. Warum bist du denn die ganze Zeit nicht ans Telefon rangegangen? Ohne die App hätte ich dich überhaupt nie gefunden. Wo ist Blut? Ich sehe kein Blut. Ne? Wieso Blut? Und was für eine SMS? Ich blute, weil ich meine Tage bekommen habe. Sag mal, ist dir klar, wie sehr ich mich erschreckt habe? Ich habe gedacht, weiß Gott, was passiert ist. Ja, toll. Und jetzt hörst du auf und machst Stress. Zugegeben, das... Das klingt wirklich apokalyptisch. Ja, und so habe ich mich auch gefühlt. Tja. Schön, dass du da bist. Toller Wagen. Bin hergeflogen und gerast wie eine Irre. Klasse. Packst du jetzt deine Sachen? Wir fahren. Sind ja wir im Hirne weg. Hör mal. Ich will ab jetzt keine Widerrede mehr. Hast du mich verstanden? Von wegen One-Night-Stand. Wieso hast du mir nicht erzählt, dass ihr 2 Monate zusammen wart? 2 Monate und 2 Tage, um genau zu sein. Wieso hast du erzählt, ich war ein One-Night-Stand? Weil ich mich nicht daran erinnern wollte. So, wo sind deine Sachen? Ach.
Was ist das? Wir haben immer noch keinen Namen gegeben. Vielleicht fällt dir einer ein. Ihr seid vollkommen durchgeknallt. Bringst du bitte Ihre Sachen in meinen Wagen? Mama, ist das wirklich alles in Ordnung? Ja, das sehe ich. Du bist zertaust wie ein Tramp, du sitzt in einer Schrottkiste mit einem zottligen Schafsbock. Du hast deine Tage und ich will überhaupt nicht wissen, wo du dich wäschst. Ab ins Auto. Ich hab gewusst, dass das im Chaos endet. Du machst dir Chaos. Seit 12 Jahren machst du Chaos. Wie kommst du auf diese bescheuerte Idee, mir nichts von meinem Kind zu sagen? Doch nur Drama und Tränen gegeben. Oder ein Vater, der für sie da ist. Ja? Hättest du deine großartige Freiheit für sie aufgegeben? Das wäre zumindest meine Entscheidung gewesen. Ziemlich vorhersehbare Entscheidung gegen eine versnobte Welt, in der man nicht atmen kann. Du hättest diese Welt ja auch verlassen können. Mir zuliebe. Ich will jetzt fahren. Nein, Julia. Nein. Diesmal wirst du mit nichts so schnell wieder los. Mai braucht mich. Und ich will für sie da sein. Ja gut, wenn sie das will, dann soll sie eben bei dir bleiben. Dann habe ich ihnen als Mutter versagt. Fein. Das hat doch keiner gesagt. Mama, ich will nicht weg von dir. Ich möchte euch beide. Lass uns die Reise zu Ende machen. Dann bringe ich sie dir gesund und munter zurück. Und danach regeln wir beide alles andere. Hm? Ja. Schicke Frisur. Dann macht's gut, ihr zwei. Amüsiert euch schön, ja, aber nicht zu doll. Willst du nicht mitkommen? Jetzt, wo wir alle zusammen sind? Zu dritt? Hm? Dafür bin ich nicht geschaffen. Immer noch nicht. Danke. Hast du vielleicht Benzin? Reservekanister? Deine Mutter ist schon was ganz Besonderes. Wie habt ihr euch kennengelernt? Ich hatte eine Band. Eigene Stücke, ein paar Coverversionen. Wir waren gut drauf. Und wir hatten einen Auftritt auf dieser Party. Deine Mutter war die Prinzessin. Die Opernsängerin aus gutem Haus. Sie war einfach umwerfend. Und dann habt ihr mich gezeugt und sie war nicht mehr umwerfend? Hast du damals nicht mehr riskiert für mich? Weil ich damals nicht wusste, was wirklich wichtig ist. Das weiß ich erst jetzt, seit Mai bei mir ist. Unsere Tochter ist einfach fabelhaft. Komm her. Gute Fahrt. Bis bald. Thank you.
Guck mal. Das sind meine Füße. Find ich. Komm. Scheiße! Well, since my baby left me, I found a new place to dwell. It's done at the end of Lonely Street at Heartbreak Hotel. Stink, the fuck is weg! Einfach weg! Scheiße! I've been so lonely. Bist du was? Nein. Verdammt. Schau mal hier. Was? Scheiße. Scheiße, was machen wir jetzt? Wenn ich da hinrenne, dann büchst du gleich wieder aus. Er rutscht ab, bricht sich die Beine oder fällt ins Meer. Mach keinen Scheiß, alter Junge! Er versteht dich nicht, er ist ein Schaf. It's now or never, come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Sing weiter. When I first saw you, with your smile so tender, my heart was captured, my soul surrendered. I spent a lifetime waiting for the right time. Now that you're here, the time is near. At last. Geschafft. Schaf, was machst du? Was machst du? Mein Papa ist Elvis. Hast du gerade Papa gesagt? Sag's nochmal, bitte. Papa. Papa. Das klingt gut. Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to a brighter summer day when I kissed you and called you sweetheart? This gloom kept coming. I started strumming my guitar. Although the sun was peeping through the bank of clouds, this gloom kept coming, coming. And there you are. And then I look into your eyes and see the future. This is our time, this is our time, this is our time. And then I look into your eyes.
Ja. Ja. Här uppe. Här uppe. Här uppe. Vi må längre upp. Malfoy keeps coming. Du hast mir gefehlt. Du mir auch. Komm. Er hat immer noch keinen Namen. Wen meinst du? Elvis? This is our time.